Und selbst mit der Brille erkennt er mich, das ist auch geil. Expectum Patronum. War bestimmt völlig falsch ausgesprochen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich mache. Ja, du hast die Zuschauer weggezaubert. Jetzt sind wir wieder alleine hier. Toll. Ja, dann können wir ja gehen. Ey, das ist genau drüber. Schön. Hat funktioniert. Zauberstab kann immer noch weg. Brille bleibt. Leute, ihr habt es ja bestimmt schon gesehen. Es steht auf dem Titel und das Thumbnail ist wahrscheinlich das Wildeste, was wir jemals gemacht haben. Es geht natürlich um die Harry Potter Version des Redmi Turbo 3, das leider aktuell nur in China verfügbar ist. Die Spekulationen gehen aber rum, dass dieses Gerät mit der Leistung, die wir haben, und da reden wir von 1,4 Millionen Antutu-Punkte, also ich sage jetzt mal High-End-Leistung aus dem letzten Jahr mit dem Snapdragon 8 Gen 2, da sind wir auch so bei 1,5 Millionen Antutu-Punkte gewesen. Es wird wahrscheinlich jetzt Poco F6 nach Deutschland kommen. Wir haben uns aber trotzdem gesagt, okay, die Harry Potter-Edition, die man als Import ab ungefähr 447 Euro kaufen kann, die gucken wir uns gerne mal an. Wer jetzt Bock auf den Import hat und nicht Harry Potter-Fan ist, hat das Video wahrscheinlich eh nicht angeklickt. Das Redmi Turbo 3 gibt es aber da als Import ab 300 Euro. Und dafür, was hier drin steckt, ist das ein sehr, sehr geiler Importpreis. Wobei noch die Frage offen steht, was wird das Teil, wenn es dann in irgendeiner Form als Redmi oder Poco oder als Xiaomi oder als irgendwas von aus dem Hause Xiaomi dann bei uns landet, dann tatsächlich kosten wird. Das wissen wir halt noch nicht, aber die Mutmaßungen stehen offen. Hier haben wir eine sehr, sehr geile Kiste und ihr habt die wahrscheinlich auch schon auf anderen Kanälen gesehen. Wir machen jetzt hier nebenbei einfach mal so ein tierisches, schnelles Unboxing und in der Zeit können wir uns das Ding auch noch mal ein bisschen von nahen angucken oder ein paar kleine Features sich anschauen. Ja, wie es bei Xiaomi üblich ist, auch bei MIUI bzw. bei HyperOS haben wir eine Always-On-Display, das jetzt zum Beispiel smart geregelt sein kann. Das heißt, wenn ich in die Frontkamera schaue, dann leuchtet es auf. Wenn ich das Telefon anhebe, leuchtet das quasi auch auf. Wird es dann quasi zugedeckt, verschwindet das Ganze dann auch wieder. Ach, Vorführeffekt, das klappt mal wieder nicht. Das ist doch jetzt da. Beziehungsweise ich habe die Möglichkeit natürlich auch die Themes direkt hier zu ändern, wenn ich halt im Haus Slytherin bin oder Ravenclaw oder Hufflepuff oder sonstige Gryffindor-Anhängerschaft habe, dann kann ich das hier schnell tun. Das ist so der Vorteil von Xiaomi. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Wenn wir das dann entsperren, ihr habt gesehen, der Fingerabdrucksensor funktioniert, das Face Unlock funktioniert natürlich auch, da oben ist es schon entsperrt. Dann bin ich auch direkt im Menü, im Theme drin. Und dort habe ich dann quasi auch ein Theme, das an Harry Potter mit angelegt ist. Und das sieht schon ganz stylisch aus, hat aber den Nachteil, wenn ich irgendwas installiere, ja, dann sieht es natürlich so aus, wie wir das halt kennen. Und der andere Nachteil ist, ich habe es schon erwähnt, wir haben hier ein chinesisch-englisches System. Es ist nur für den chinesischen Markt hergestellt worden. Es wird hier und da und überall immer wieder dazu kommen, dass ihr hier chinesische Apps oder irgendwelche Browser habt, die, mit denen ihr nichts anfangen könnt, wenn ihr der chinesischen Sprache oder der Schriftzeichen nicht fähig seid. Das System kann man leider auch nur in Englisch und Chinesisch benutzen. Google kann man nachinstallieren, das ist jetzt kein Problem. Das Gerät ist von Trading Shenzhen. Wenn ihr dort was kauft, dann ist das hier alles vorinstalliert, also DRM-Info. Können wir uns angucken, da haben wir dann Widevine Level L1, das heißt Amazon, Netflix, Disney Plus und was man alles so streamen kann, wird in Full HD unterstützt. Beim Safety Net Check Status, alles was Google angeht, sind wir auch eigentlich fein bei raus. Der funktioniert soweit. Der Safety-Net-Check-Status ist auch bestanden. Das bedeutet, alles relativ Google-relevante könnt ihr benutzen. Wenn ihr aber Android Auto benutzen wollt, dann ist es leider auch wieder ein Nachteil. Genauso in dem Fall, was die LTE-Bänder angeht. 5G wird komplett unterstützt, da gibt es keine Nachteile. Aber für die 4G-Konnektivität fehlt das Band 7, 20 und 32. Und wer in irgendeiner ländlichen Region ist, weiß, okay, bestimmte Bänder sind da wichtig. Nicht alle haben 5G. Das sind dann so die Nachteile eines chinesischen Imports. Updates und Co. gibt es hier natürlich schon. Ja, die Rückseite habt ihr ja schon gesehen. Nach wie vor sieht das schon sehr, sehr phänomenal aus, finde ich. Man muss jetzt nicht zwingend der Harry Potter-Fan sein, aber es sieht schon echt cool aus. Wir haben hier oben die Hockruxe mit integriert. Wir haben die Kamera-LED, ist damit Lumos bezeichnet. Wenn ich da jetzt mal in die Kamera reingehe und den Blitz aktiviere, dann sieht das auch interessant aus, denn man hat hier links und rechts ziemlich leuchtstarke LEDs. Machen wir es mal wieder aus.
Und das Ganze, wie gesagt, in einem schicken Design. Das Ganze hier in Gold, leicht rau von bis glatt hin, dann wieder ein bisschen rau, wieder glatt. Die Kamerasensoren sind relativ groß und auffällig. Aber hier hat man dann auch relativ gute Technik mit verbaut. Denn der Hauptsensor ist ein 50-Megapixel-Sony-Sensor, der Leica 600, der tatsächlich richtig gute Bilder abliefern kann und auch 4K 60 mit unterstützt. Und dann gibt es noch so einen 8-Megapixel-Weitwinkelsensor, der schneidet natürlich nur standardmäßig wieder ab. Da gehen wir nachher nochmal kurz mit drauf ein. Ansonsten besteht das Gehäuse komplett aus Kunststoff. Trotzdem sieht es gut aus, fühlt sich noch vernünftig an. Wir haben ein Gewicht von 179 Gramm, das ist jetzt nicht wahnsinnig schwer. Und selbst mit der Brille erkennt er mich, das ist auch geil. Also von der Verarbeitungsseite her ist es okay, was man hier im Prinzip für die, ich sag mal, 300 Euro bekommt. Wenn man die Harry Potter Edition sich gekauft hat, sieht man halt einfach, man hat ein viel, viel schickeres Design. Plus die Hülle, die man da jetzt mit beiliegen hat, die sieht auch schick aus. Verdeckt natürlich dann aber wieder halt eben die ganzen unteren Bereiche, wo man hier die vier Häuser sieht. Hier haben wir dann nochmal die Spezifikation, da können wir das ein bisschen schneller abreißen. Redmi Turbo 3 Edition, so nennt sich das Ganze. Wir haben einen 5000er Akku, der mit 90 Watt beladen werden kann. Das ist bei Xiaomi, bei Redmi relativ Standard, bei Samsung, bei Google und Co. Da müssen wir noch ein bisschen drauf warten, bis das mal irgendwann der Fall ist. Wir haben von Werk aus hier in der Edition 16 GB Arbeitsspeicher plus mal virtuellen RAM. Die kleine Version, die man ab 300 Euro kaufen kann, also die nicht-Harry Potter-Version, hat immerhin aber auch schon 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicherplatz. Allesamt werden sie von dem Snapdragon 8S Gen 3 Octa-Core mit 3 GHz angetrieben, der in 4 Nanometer gefertigt wurde. Und sie haben alle ein 6,67 Zoll großes Display mit AMOLED-Panel, 120 Hertz Refresh Rate, die Abtastrate liegt bei 480 Hertz und wir haben eine maximale Helligkeit von 2000 Nits. Das heißt, das ist fast so hell wie die LED-Geschichte auf der Rückseite, aber nur fast. Das heißt, im Tageslicht, im Außenbereich, wenn die Sonne direkt drauf scheint, könnt ihr das Display richtig gut ablesen. Das spiegeln jetzt aber nicht unsere Aufnahmen wieder, weil die Kameratechnik ist da einfach ein bisschen limitiert. Aber ihr könnt mir wirklich glauben, im Außenbereich kann ich weiße, dunkle oder allgemein die Inhalte wirklich gut erkennen und lesen, ohne Nachteile. Kamera habe ich schon gesagt, dass die Rückseite mit einem 50 Megapixel und einem Weitwinkelsensor mit 8 Megapixel bestückt ist. Die Frontkamera nutzt hier einen nicht näher benannten 20 Megapixel Sensor, die schneidet aber eher nur durchschnittlich ab. Wie es zu erwarten war, es gibt natürlich Android 14, HyperOS aber. Das bedeutet, wir haben hier schöne, feine Komfortfeatures, wie zum Beispiel, ich drücke hier drauf, dann sehe ich das WLAN. Oder wenn ich die Helligkeit jetzt reduziere, dann ist das nur so ein kleines Menü, was jetzt quasi in dem Moment hier auftaucht. Und so ein paar andere Dinge, die man da machen kann. Ich will da jetzt gar nicht groß drauf eingehen, weil das sprengt, glaube ich, dann einfach den Rahmen. Wir gucken uns lieber nochmal an, was so ein bisschen im Inneren der Technik steckt. Genau, als erstes die Lese- und Schreibraten. Wie gesagt, es ist LPDDR5X Arbeitsspeicher, der mit 15,54 GB in der Sekunde arbeitet. Und die UFS 4.0 Anbindung sorgt dafür, dass beim Schreiben über 845 MB pro Sekunde erreicht werden. Beim Lesen sind wir so bei 1,2 GB. Also Datenfluss ohne Ende, kein Bottleneck oder kein Flaschenhals. Maximal in der Datenübertragung über den USB-Typ-C-Port, weil der ist nicht weiter angegeben. Könnte sein, dass es ja 2.0er ist. Somit würde ein Datenkopieren ein bisschen länger dauern, sofern das überhaupt notwendig ist. Wir haben unter Antutu 1,46 Millionen Punkte. Und ich sagte es eben schon, das ist der High-End-Bereich, den wir letztes Jahr mit noch hatten, mit dem Snapdragon 8 Gen 2. Da waren wir so bei 1,5 Millionen Punkte, je nach Modell mal mehr, mal weniger. Mit dem zweiten Test, das ist immerhin so 15 bis 20 Minuten, wie das dauert, sind wir dann bei 1,38 Millionen Punkte. Das heißt, hier haben wir so einen leichten Performance-Verlust, der aber nicht spürbar ist. Das Gerät wird auf der Rückseite hier in dem Bereich schon ein bisschen warm. Da das aber ein Kunststoffrahmen ist, fällt das nicht weiter auf. Also Geräte entwickeln immer eine Abwärme. Hier hat man die relativ gut gelöst. Liegt aber auch einfach daran, dass es dann nicht ganz so extrem heiß wird und auch nicht wirklich drosselt. Die anderen Benchmark-Punkte könnt ihr euch jetzt hier entnehmen, wenn das für euch wichtig ist. Und ansonsten habe ich direkt danach den CPU-Stresstest durchlaufen lassen. Das heißt, alle Kerne komplett ausgelastet für 15 Minuten und wir sind hier nach den Benchmarks bei 91% der Systemleistung, die normalerweise zu 100% verfügbar ist. Also ein sehr, sehr guter Wert. Und hier an den Punkten sieht man auch, was man da quasi minimal im Durchschnitt oder maximal an Leistung hatte. Danach habe ich das Ding nochmal durchlaufen lassen, nochmal 15 Minuten direkt im Anschluss und dann zeigt er mir hier irgendwo im Bereich von 95-96% an der Leistung, die wir haben. Also das heißt, hier haben wir keine Drosselung, keine signifikante Drosselung, gar nichts. Wie gesagt, eine leicht spürbare Abwärme auf der Rückseite, aber einen Performanceverlust haben wir nicht. Und das ist endlich mal dann auch wieder sehr gut gelöst. Da kann eigentlich Qualcomm sich bei den größeren Modellen auch mal eine Scheibe abschneiden, dass das da auch so wäre.
Wir haben natürlich GPS, das können wir auch benutzen, das ist kein Problem. Qualcomm-technisch ist bei 3 Metern Genauigkeit aber eine Limitierung da. Wir haben 32 Satelliten gerade im Blickfeld und 42 könnten wir nutzen. Natürlich ist es Sommer, die Wolkendecke ist nicht so dick, beziehungsweise gar keine Wolken vorhanden. Da ist die Ausbeute natürlich ein bisschen besser. Ja, Nordpfeil, Nordkompass wird auch in die Richtung angezeigt, wo es sein soll. So soll es sein, so gehört sich das auch. Wir haben WLAN 6. Das funktioniert auch gut. Wir haben dann hier einen Durchschnitt bei uns jetzt im 5er-Netzwerk mit Bandbreitenausnutzung durch den Videoschnitt. Das heißt, es spiegelt nicht das maximale Video, was wir haben, aber trotzdem 688 Mbits pro Sekunde, die wir durchschieben können. Das heißt, egal was ihr macht, ihr könnt auch einfach 4K-Filme durchstreamen auf dem Telefon, sofern das überhaupt notwendig ist. Maximal ein YouTube-Video, weil alle Streaming-Anbieter wie Netflix und Co. sind ja eher Full HD limitiert. Soweit ich weiß, auf Android zumindest noch, da gibt es keine Probleme. Ansonsten liegt noch Bluetooth 4.0 vor, NFC liegt auch mit vor. Theoretisch könnte man auch bargeldlos mit bezahlen, wenn man hier den Google Pay mit initialisieren kann, sofern die Hintergrundgeschichten von Google alle mit funktionieren. Wie gesagt, Android Auto funktioniert nicht und ihr habt ein paar fehlende LTE-Bänder. Es ist halt einfach ein chinesisches Telefon, das Einschnitte und Einschränkungen hat. Grundsätzlich kann man das aber benutzen. Ja, gerade denn, wenn man halt die nicht Harry Potter Version nimmt und dann da halt eben nicht allzu viel Geld für hinlegt. Und die 300 Euro sind, glaube ich, ganz gut investiert. Aber dafür muss die Kamera natürlich auch noch ein bisschen zum Tragen kommen. Und wie gesagt, wir haben einen guten Leitsensor von Sony. Und der liefert eigentlich auch ab. Wir haben einen Pro-Modus, wo ich dann halt einfach Belichtung, Fokus und Ähnliches einstellen kann. Es können Dokumente gescannt werden. Wir haben 4K-Videos mit 60 Bilder pro Sekunde. Wir können natürlich auch die Auflösung ein bisschen runter reduzieren, wenn wir das wollen. Wenn ich in den Weitwinkel-Modus gehe, bleibt es leider nur bei Full HD oder 720p. Das ist dann der schwächere oder der schwächste Sensor im Telefon. Und bei der Frontkamera, wie gesagt, ist die Video- und Bildqualität durchschnittlich. Immerhin Full HD mit 60 Bildern und das Ganze auch ein bisschen stabilisiert. Ansonsten hat man hier nichts weiter drin, außer Nachtmodus, Porträt und halt Langzeitbelichtung oder Ähnliches oder Wasserzeichen. Das war's. Makro und Co. gibt's nicht, was die Bilder angeht. Ja, durchweg. Wir haben jetzt einen sehr, sehr sonnigen Tag und wir haben eigentlich so gut wie keine Überbelichtung in den Aufnahmen. Allerdings ist die Farbwiedergabe und die Farbaufnahme schon wesentlich kräftiger und auch ein bisschen gelblicher, wärmer, als es das Original mit meinem bloßen Auge eigentlich so dargestellt hat. Grundsätzlich, das, was ich hier aber einfach aus der Hüfte rausknipse, hat mir richtig gut gefallen. Das habe ich jetzt so gar nicht erwartet. Wo wir dann halt eben nicht so eine gute Bildqualität haben, ist der Weitwinkelsensor. Das sieht man auch hier in dieser Aufnahme schon. Wir haben ein bisschen Grundrauschen am Rand. Es sieht halt nicht so schick aus wie die originalen Aufnahmen, die wir hier sehen. Aber grundsätzlich ist es schon in Ordnung. Hier und da fehlt mal ein bisschen an Detailgrad, was man hier an der Grasfläche zum Beispiel sieht. Und beim Weitwinkel fehlt halt natürlich noch ein bisschen mehr. Sieht halt auch dann wesentlich überbelichteter und heller aus, das Bild. So war es dann eigentlich beim Knipsen nicht. Grundsätzlich, okay, ist halt ein 8-Megapixel-Knipse, da warte ich nichts. Aber die Hauptkamera zum Beispiel dann als Selfie missbraucht, macht echt gute Bilder. Klar, hier und da spiegelt das jetzt ein bisschen, weil die Sonne wirklich in meinem Gesicht stand. Wir haben aber einen schönen Tiefeneffekt. Ist auch schön Vordergrund und Hintergrund abgetrennt. Die Farben sind vernünftig. Vielleicht ein bisschen wärmer als normal, aber durchweg schneide ich die gut ab. Guckt man sich dazu im Vergleich die Frontkamera an, ist die dann jetzt nicht mehr ganz so geil von der Bildqualität, liefert aber trotzdem vernünftig ab und auch hier passt die Trennung zwischen Vorder- und Hintergrund, aber die Bildqualität lässt halt noch ein bisschen nach. Man sieht, dass die Schärfe dann halt nicht ganz so doll da ist. Aber durchweg, wie gesagt, ich muss sagen, für dieses Preissegment liefert die einfach wirklich gut ab und das sieht man auch an den anderen Aufnahmen. Wie gesagt, Weitwinkel ist ein bisschen außen vor da und selbst die Videoaufnahmen. So, hier haben wir eine Aufnahme mit 4K60 und digital kann ich hier natürlich auch ranzoomen. Da kann man die Fische angucken. Bleibt halt, wie gesagt, digital bis sechsfach. Und gehen wir zurück. Bleibt es dann auch dabei, dass wir den Hauptsensor nutzen können, den Weitwinkelsensor nicht. Einmal aufspringen und kurz den Nahfokus. Wunderbar, das sieht doch ganz gut aus. Ich weiß jetzt nicht, wie die Aufnahme jetzt bei euch aussieht, aber zum Beispiel die Steine hier im Hintergrund, die sind nicht überbelichtet. Ne? Das sieht wirklich vernünftig aus und das habe ich jetzt bei so einem Smartphone schon eine Weile nicht mehr gehabt. Der Weitwinkelsensor ist auch hier wieder ein bisschen schlechter. Dann nochmal eine Weitwinkelaufnahme mit Full HD und 30 Bilder pro Sekunde. Mehr geht leider nicht. Und ja, auch hier können wir digital reinzoomen. Auf zweifach, das ist dann alles. Ansonsten, ja, ist das auch stabilisiert. Muss reichen. Und da sieht man dann halt, dass hier die Auflösung natürlich der größte Unterschied ist und dass die Bildqualität des Weitsensors halt einfach nicht so toll ist. Ja, durchweg können wir auch in der Nacht fotografieren. Es gibt natürlich auch einen Nachtmodus, der dann auf jeden Fall die Bilder auffällt, das Grundrauschen ein bisschen entfernt und halt im Allgemeinen ja gar nicht mal so verkehrt ist. Also auch in dieser Preisklasse, ich muss es einfach so nochmal erwähnen, kriegt man mittlerweile echt gute Kameras. Und wenn man gerade diesen Vergleich hier sieht, hier kommt von links nur ganz leicht Licht rein. Man hat hier das LED meiner Terminator-Figuren in den Augen. Und das ist der Nachtmodus, der dann das Ganze quasi einmal auffällt. Und ich muss sagen, das ist schon ein echt gutes Ergebnis.
Und ansonsten sieht das wirklich sehr gut und brauchbar aus. Also das habe ich nicht erwartet. Und selbst die Frontkamera kann hier sogar noch ein bisschen punkten, wo dann andere dann teilweise einfach gar nicht mehr punkten können. Also ich bin tatsächlich überrascht, wie gut dann doch hier die Kamera dann mittlerweile arbeitet. Ja, ihr habt ja den Lautsprecher gerade schon so ein bisschen gehört. Hier hört man den auch nochmal ganz kurz. Also durchweg ist er gar nicht mal so verkehrt. Ein bisschen mehr Tiefe könnte natürlich drin sein. Ansonsten Stereo unten und hier oben kommt auch ein bisschen was raus. Von der Abmischung völlig okay. Und dann sind wir auch bei Genshin Impact. Dann gehen wir mal bei der Grafik rein. Ich habe jetzt alles auf maximal gestellt. Highest 60 Bilder pro Sekunde. Anti-Aliasing ist auch mit am Start. Und es gibt hier und da vielleicht mal so einen kleinen Nachruckler. Grundsätzlich läuft das Ding aber fast auch kontinuierlich mit den 60 Bildern pro Sekunde durch. Da sehen wir dann, der Prozessor liegt bei 65%, 48% Auslastung, GPU gerade mal ein Drittel mit 33% und 60 Bilder werden erreicht. Das sieht man hier oben. Das Menü kennt ihr auch wahrscheinlich. Hier kann man noch ein paar Sachen einstellen. Werde ich auch jetzt nicht großartig drauf eingehen. Finde ich jetzt immer nicht ganz so wichtig. Aber das Ding läuft dann einfach flüssig durch. Und Genshin Impact ist immer noch ein schickes Spiel. Klar, nicht mehr das Anforderndste, was es für die Smartphones gibt. Ich hätte euch gerne das Street Race FX gezeigt. Allerdings kam ich dann hier über den Ladescreen nicht hinaus. Das hätte ich schon ganz gerne mal gezeigt, weil da hätte man dann vielleicht mal sagen können, okay, hier und da läuft es dann halt nicht flüssig oder nicht ganz so gut. Aber hier, da macht er einfach nicht weiter. Das hatte ich schon mal das Problem. Ich weiß aber leider nicht, wie ich es beheben kann. Wenn ihr da vielleicht einen Tipp habt, dann immer her damit. Dann gibt es das beim nächsten Mal. Okay, der Akku, ich habe es ja schon erwähnt vorhin, 5000 mAh und kann mit 90 Watt beladen werden. Das heißt, das ist relativ schnell wieder voll. Und ja, das heißt, so ein kurzes Zwischenladen, ein paar Minuten, um wieder 10%, 20%, 30% reinzukriegen, ist überhaupt kein Ding. Ansonsten ist es halt die Standardausstattung, was wir jetzt halt mit 5000 mAh bekommen. Das bedeutet, wer ein Hardcore-Nutzer ist, kann das Ding in 4-5 Stunden leer nuckeln, wenn man die ganze Zeit kontinuierlich am Zocken ist. Wer das Ding halt normal benutzt, die volle Helligkeit vielleicht nicht ausreizt und auch nicht so viel spielt, sondern nur in Social Media unterwegs ist, der kommt hier dann so anderthalb Tage mit hin. Ganz sparsame Nutzer, die das Telefon nur ein-, zweimal am Tag in der Hand nehmen, die kommen natürlich weiter. Ausschlaggebend ist hier natürlich auch immer der Empfang, wie gut ist der Empfang, was sind für Apps drauf, was ziehen die an Daten oder allgemein Performance im Hintergrund. Je mehr Apps drauf sind, desto mehr läuft dann irgendwie auch manchmal im Hintergrund. Und so variiert natürlich die Akkulaufzeit und das Akkuerlebnis bei jeder Person, bei jedem Nutzer. Dementsprechend kann ich nur so einen ungefähren Ausblick geben. Aber durchweg, ein Tag ist gar kein Problem. Und wenn ihr halt wirklich mal hardcore rangeht, na gut, dann kurz mal eine Powerbank mitnehmen, die vielleicht auch ein bisschen mehr liefert, so 65 Watt oder 100 Watt. Dann könnt ihr dann halt im Prinzip auch schnell mal zwischenladen und habt eigentlich über den Tag keine Probleme. Aber das wird wahrscheinlich eher so die Ausnahme sein. Ja, die Harry Potter Edition ist wahrscheinlich nicht nur für Fans interessant, sondern für alle, die mit dem Universum ein bisschen was anfangen können. Ansonsten, wie gesagt, wird die Redmi Turbo 3 Variante auch als normale Version als Import momentan für 300 Euro verkauft. Zukünftig wird es wahrscheinlich das Poco F6 werden. Das wird, glaube ich, jetzt am 24., 25.05. in Dubai vorgestellt. Näheres könnt ihr dann gerne bei uns auf der Webseite nehmen, da werde ich nochmal einen Artikel zuschreiben, also nerdsheaven.de. Nutzt auch gerne unsere App für iOS und Android. Genau, da seid ihr auch hoffentlich auf dem Laufenden. Ansonsten muss ich sagen, mir hat das Telefon echt Spaß gemacht. Ich mag dieses Design, was man jetzt hier bekommt. Das ist natürlich speziell, wenn man damit nichts anfangen kann, dann kann ich das auch absolut verstehen. Aber für den Preis, den ich hier bekommen habe, kriege ich ein wirklich gutes Display mit 120 Hertz, eine große Bildfläche, nenne ich mal, oder eigentlich ist es auch mit 6,67 Zoll im Standard. Wir haben eine sehr hohe Helligkeit. Im Außenbereich kann ich alles gut vernünftig ablesen. Wir haben, wie gesagt, die 120 Hertz, die das Ganze einfach ein bisschen flüssiger machen. Wir haben eine Kamera, die mit dem Hauptsensor tatsächlich wirklich überzeugen kann. In diesem Preissegment, das habe ich so nicht erwartet, nicht unbedingt. Sagen wir mal so, die Zweitkamera ist dann halt nur noch so ein Standardbolzen, der jetzt nicht wirklich was reißen kann. Die Frontkamera ist auch sehr standardmäßig, aber macht ihren Job vernünftig. Die Performance mit 1,4 Millionen Antutu-Punkte sucht im Moment im 300-Euro-Bereich, wenn man nicht gerade gebrauchte Telefone oder ältere Telefone kauft, dann erstmal seinesgleichen, würde ich behaupten. Der Prozessor, der gefällt mir, das Snapdragon 8S Gen 3. Wir haben eine hohe und schnelle Speicheranbindung und einen schnellen Arbeitsspeicher, also hier gibt es wirklich nichts zu meckern und für Gamer ist es wahrscheinlich genau das und wie gesagt, in dem Fall auch die Kamera noch passend. Der Nachteil dieser Importversion ist, ich habe es ja schon gesagt, fehlende LTE-Bänder. Wir haben nur die englisch-chinesische Sprache. Nicht alle Google-Apps und alle Funktionen werden unterstützt, wie Android Auto zum Beispiel. Durchweg kann man das natürlich schon im Alltag benutzen. Jetzt wird es natürlich spannend, wie wird das denn bei uns in Deutschland irgendwann mal rauskommen? Als was und wie viel wird es dann wirklich kosten. Was schade ist natürlich, wir haben einerseits Dual-SIM, das ist cool, da können wir zwei SIM-Karten reinmachen, auf eSIM müssen wir aber verzichten, induktives Laden müssen wir verzichten, Speichererweiterung müssen wir verzichten, 3,5er Klinke, ja, müssen wir mittlerweile auch verzichten. Ich sag mal, die meisten nutzen wahrscheinlich so oder so nur noch Bluetooth 5. oder Bluetooth allgemein als Konnektivität, da ist es eher weniger das Problem. Wer jetzt einen Videoausgang sucht, ja, das gibt es in dieser Preisklasse auch nicht wirklich und wenn, ist es mal so ein Sondertelefon, was in anderen Punkten nicht glänzen oder punkten kann. Von daher, ja, durchweg
In diesem Segment, wo man das jetzt momentan kaufen kann, ist es natürlich schon ein Preisknaller. Spannend wird es wirklich dann erst mit dem Release in Deutschland. Was wird es dann bei uns kosten? Und dann muss es sich nämlich mit anderen Konkurrenten messen, auch aus dem Eigenhause oder mit den Tommy-Geräten und Ähnliches. Und dann müssen wir erstmal gucken, wo wir das einordnen. Aber für den Import finde ich es schon mal sehr interessant, gerade weil diese Version eben nur als Import zu bekommen ist. Aber mit 447 Euro, also nochmal 150 Euro obendrauf, ist es schon ganz schön viel. Wenn man bedenkt, dass da jetzt eigentlich nur eine Hülle drin ist und ein Netzteil und halt eine schicke Verpackung, ein paar Seams, ja, und halt eine schicke Rückseite. Das ist halt, klar, kann man haben, muss man haben, vielleicht als Fan, aber es ist dann doch schon relativ viel Geld. Aber wenn man sagt, okay, ich warte vielleicht auf die normale Version oder ich greife zu der normalen Importversion, dann geht es halt eben schon bei 300 Euro los. So, Brille ist unten, jetzt seid ihr gefragt. Links sind in der Videobeschreibung. Wie gesagt, da findet ihr auch den Weg zu uns auf der Webseite oder auch den Weg zu unseren Apps. Und ansonsten schreibt ihr mal, was ihr von diesem Design haltet, was ihr vielleicht von der Preisgestaltung denkt, wie sie dann bei uns in Deutschland sein wird. Ich tendiere da schon so mit 400, 450 Euro. Wenn es dann als Poco F6 rauskommen wird, werden wir aber dann sehen. Wie gesagt, allzu lange ist es nicht mehr hin. Aber wäre denn das jetzt eigentlich was für euch, so eine Harry Potter Edition? Würdet ihr sagen, okay, ich bin so ein Fan, ich würde mir das Ding auch trotzdem hinstellen und vielleicht trotzdem im Alltag benutzen? Schreibt es gerne mal hin, ich bin sehr gespannt. Und bis dahin, Hex, Hex, der Ronny ist weg.